Ja, dann entkommen wir mal. Ab durch den Abwasserkanal, das ist immer sicherer. Ach, ein Verkäufer, das passt ja. Können weg, das können weg. Stammesarmschienen können weg. Bin kein Trickschurke. Das Arcana-Paket kann weg. Die können weg, die können weg. Das kann weg. Tragbarer Altar sowieso, der heilt ja. Das ist ja. Boah, das ist ja mies, was der heilt. So, die behalten wir noch erstmal noch. So, das kommt nach oben, genauso wie das. Unsere Medikits genauso. Die Dinger behalten wir auch. Also die Vielfalt-Org-Abzeichen. Das kann weg. Wir kriegen ja einen Helm hier nach. Kann ich den eigentlich schon gleich irgendwas anziehen? Ja. Halsgegenstand, also ein Amulett kann ich dem jetzt schon geben. Okay. Was hat denn hier? Biss. 136 physischen Schaden. Zu Fall bringen. 294 bis 359 physischen Schaden. Na, Respekt. Das für so einen kleinen Hund. Wir bleiben erstmal ganz gechillt hier unten drin. Hier unten sind wir vor dem Pestausbruch sicher. Aber diese Kanalisation ist das letzte Versteck der Todesratten. Ich muss zum Turm des Trostes gelangen, um Dorothea zu suchen. Aber diese Wehrratten werden diese Leute mit Sicherheit töten, wenn wir nicht einen Weg zur Oberfläche freimachen. Dann haben wir einiges zu tun, Joseph. Wir tun auf wir. Joseph kommt ja nicht mit. Oder doch? Ach doch, er kommt mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir hier oben irgendwas Schickes? Fußball! Yeah! Ach schade, fast weg. So, gibt's hier noch was Schickes? Nein. Wäre wahrscheinlich auch zu viel erwartet von. So, ja. Kommt die denn noch immer her? Ich weiß, von oben kommen sie auf immer, kamen sie auf immer her. Ob das weh tat? Ich bin mir nicht sicher. Oh, eine Schatzkiste sehe ich da hinten. Oh, ein Diebstahlfähigkeitspaket. Unheimlicher Runenstein. Unidentifizierter Gegenstand. Schriftrolle der Identifikation. Lichtkristall. Wer bist du denn? Schatzkiste!
gut, sind wir 4 davon? Oh, passt ja. Was ist denn das? Taktischer Magier, was soll denn das sein? Tödlich. Achso, eine Robe ist das. Level 20. Verteidigungsplatz, was haben wir da? Plus 260 maximale Trefferpunkte. Gefährtenverteidigungsplatz und Gefährtenangriffsplatz. 22 Rüstungsdurchdringen. Hui, nicht schlecht. So, was haben wir da? Angriffsplatz, Unterstützungsplatz. Was haben wir da? Plus 3% Erfahrungsgewinn. Auch nicht schlecht. Gefährten plus 1 Erfahrung. Was ist das? Der Gefährten. Achso, Angriffsplatz. Und? Aha, beides. Ja, gut. Ja, 4% Goldgewinn. Auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, diese 3% Erfahrung, das hebe ich mir noch auf. Da will ich jetzt mal Rechtsklick, Gegenstand verzaubern. Da werde ich mir Trefferpunkte drauf knallen. Naturpaket, haben wir gerade sowas? Nein. Ah, da ist noch was. Das nehmen wir doch gleich mit. So. Mich würde jetzt interessieren, wie wir da hinten rankommen. Auch das Nebel. Ups. So, noch irgendwo was versteckt? Nein. So, ein Kanalisationsmagier ist da hinten wieder. Also, ich finde den Zauber richtig wirksam. Unidentifizierter Gegenstand. Was haben wir denn da? 2 Anspettkämpfer, ui. Hallo, wer bist du denn? Southpuff. Gelbe Kundefähigkeit. Oder Paket.
Tja, leider weiß ich, was dann passieren würde. Da würde irgendwo eine Geheimtür aufgehen und wir könnten... Also hier die Tür aufgehen und wir könnten uns die Schatztruhe holen. Am Anfang hatte ich gedacht, wo ich das Ding das erste Mal benutzt habe, da wird dann der Boss da instant platt gemacht. Aber... Nein... Ach verdammt, warum genau jetzt, ey? Machen wir den Boss noch schnell platt und dann ab... Inni. Ach verdammt, hat doch nichts genutzt. Naja, Mantelturm.